sollen. Schrecklich habe ich mich ja noch nicht mal gefühlt, als ich noch lebte. Hey, Glatzköpfchen! Wo bleibt denn meine Grippemedizin? Ja, ja, schon gut. Ich bin ja schon hier. Geisterbazillen! Brauchst du vielleicht Hilfe? Jetzt. Was ist denn mit dem auf einmal los? Ich wollte ihm doch nur helfen. Könnt ihr drei euch nicht die Hand vorhalten? Ich will nicht, dass Cat und Dr. Harvey auch eine Geistergrippe kriegen. Ja, das wäre ja wirklich ganz furchtbar. Furchtbar! Hey, Schwester Casper, warum bringst du uns nicht allen etwas Hühnersuppe? Ja, gut. Wofür haltet ihr mich eigentlich? Für einen Diener? Ja, für einen stummen Diener. Ich bitte um ein Männchen! Cat, ist alles in Ordnung? Bazillen im Anmarsch. Wenn du die einatmest, kriegst du die Geistergrippe und hältst dich für einen Geist. Oh, ich fühle mich nicht besonders gut. Ich fühle mich großartig. Ja, genau wie ein Geist. Ich habe Hunger. Ich werde jetzt in die Küche gehen und mir eine Salami-Pizza holen. Am besten wird es sein, wenn ich durch die Wand gehe. Pizza! Pizza! Laut Geistergesetz musst du jetzt hierbleiben und auf mich warten. Oh, Geistergesetz. Cool. Ja, cool. Ich hoffe, die reichen erstmal. Ich sehe nach, ob wir noch mehr haben. Hey, Cat, danke, dass du gewartet hast. Sie versucht ganz offensichtlich, sich mit irgendeinem Problem auseinanderzusetzen. Schätzchen, sag mal, ob es wohl möglich sein könnte, dass dich so eine Art Umweltadaptionssyndrom beschäftigt? Danke, das beantwortet meine Frage. Die Bibliothek! Dr. Harvey! Ja, sehr gut, Schatz. Lass deinen Gefühlen freien Lauf. Ich wünschte, ich könnte endlich unsichtbar sein. Bin ich jetzt unsichtbar oder kannst du mich sehen? Kannst du mich jetzt sehen? Und was ist jetzt? Oder vielleicht kannst du mich gar nicht sehen? Ich hoffe nur, dass ich während deiner Kindheit nicht allzu viele Fehler gemacht habe. Moment. Ich erkläre es Ihnen später, Doktor. Ihr Kinder, deshalb sollt ihr euch beim Niesen immer die Hand vorhalten. Oh, ich fühle mich nicht besonders gut. Ich fühle mich großartig. Na, ganz toll. Ich habe großen Hunger und zwar auf Salami-Pizza. Die Küche ist geschlossen. Und jetzt zu dir. Cat? Ich glaube kaum, dass ich den Bazillensauger noch brauche. Pizza! 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 Wo bist du denn nur, Cat? Wo bist du denn? Da! Salami! Pizza! Da. Cat, sieh es doch endlich ein. Du kannst nicht einfach... Pizza! Bitte euch, sonst verliert ihr euren Geisterflugschein. Ja. Oh, unseren Geisterflugschein. Cool. Ich hasse mein Geisterdasein. Eisbeutel! Eisbeutel! Eisbeutel!
Ich hab die Beutel vergessen. Tut mir leid. Cat? Dr. Harvey? Da! Pizza! Pizza! Mit Sardellen! Sardellen! Ich brauche Sardellen für meine Pizza! Ich freue mich auch, dich zu sehen. Casper, du könntest mich ruhig erst einmal fragen, wenn du mit mir fliegen willst. Oder mich zumindest wecken. Ich brauche Sardellen für meine Pizza! Sardellen! Ich glaube, jetzt geht's ihm wieder gut. Daddy, ist alles okay? Nun, das kommt ganz darauf an, was du unter okay verstehst, Schätzchen. So, bitteschön, noch eine Pizza mit Sardellen. Oh, danke, Casper. Ich weiß gar nicht, warum ich so einen Appetit auf Pizza habe. Ja, und dabei mache ich mir normalerweise gar nichts aus Sardellen. Das darf doch nicht wahr sein. Casper hat die Geistergrippe nicht bekommen. Lasst uns raus! Wir wollen unsere Freiheit! Befreit uns! Bitte. Aber das wird sich ändern, sobald ich die Bazillen aus dem Bazillensauger lasse. Und wer weiß, vielleicht werden ja die beiden Menschen nochmal die Geistergrippe bekommen. Tja, ich glaube, die Geschichte geht noch mal von vorne los.